Hallo, ich bin der Bruno Monteferrante, Musiklehrer. Und die Videos, die ich hier mache, sind für diejenigen, die ein bisschen mehr der Musiktheorie lernen wollen, müssen. Und ich hoffe, dass ihr die Musiktheorie ein bisschen besser verstehen könnt. Heute machen wir weiter mit den Intervallen und wir lernen, was die kleinen Intervalle sind. Wir haben im letzten Video gesehen, dass wir reine und große Intervalle haben. Und die Intervalle, die groß sind, können verkleinert werden also da sind intervalle die große sein können die sekunde terz sechste und septime und die können auch klein sein also kleine sekunde kleine terz kleine sechste und kleine septime hier ist dann eine tabelle mit den reine und großen intervalle die reinen intervalle können nicht kleine intervalle sein es existiert keine kleine prime oder kleine quarte oder kleine quinte aber es existiert doch kleine Sekunde, kleine Terz, kleine Sechste und kleine Septime. Hier in der Tabelle können wir die reinen und großen Intervalle sehen, die wir in dem letzten Video gemacht haben. Die kleinen Intervalle sind einfach eine Erniedrigung von den großen Intervallen. Wir nehmen dann zum Beispiel die große Sekunde. Das wäre dann diese Spalte hier. Wenn wir aber diese Spalte hier um einen, einen halben Ton verringert, das wäre dann diese Spalte hier. Das heißt dann kleine Sekunde. Und genauso geht für alle anderen Intervalle. Hier wäre die große Terz, hier in diese Spalte wäre die kleine Terz. Hier wäre die große Sechste und hier ist dann die kleine Sechste. Hier wäre die große Septime und hier wäre dann die kleine Septime. Also der Abstand zwischen diese Spalte und diese hier wäre eine kleine Sekunde. Und diese Spalte und diese hier dann wäre eine große Sekunde. Und so weiter. Die kleinen Intervalle sind nicht in der Durtonleiter vorhanden. Jetzt machen wir ein paar Beispiele. Von C aus eine kleine Terz. Terz ist ein Abstand von 3. Und da wir von C ausgehen, brauchen wir dann die C-Durtonleiter. Da ist die C-Dur-Tonleiter. Wir gehen von C aus und wir brauchen dann eine Terz. 1, 2, 3. Also E wäre die große Terz von C aus. Aber wir möchten doch die kleine Terz haben. Kleine Intervalle sind große Intervalle, welche um einen Halbton verringert wurden. Da E die große Terz ist, muss man dann das E um einen Halbton verringern. Dann haben wir die kleine Terz. Und zwar... Von C aus die kleine Terz wäre dann das S. Machen wir dann noch ein Beispiel. Von F aus eine kleine Sechste. Sechste ist ein Abstand von 6. Da wir von F ausgehen, brauchen wir die F-Dur-Tonleiter. Da ist die F-Dur-Tonleiter und wir zählen jetzt bis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, also d. d wäre von f aus die große Sechste. Wir möchten aber die kleine Sechste haben. Die kleinen Intervalle sind die großen Intervalle, welche um einen Halbton verringert wurden. Also wir verringern einfach das d um einen Halbton. Und zwar die kleine Sechste von f aus wäre dann das des. Noch ein Beispiel. Von e aus eine kleine Sekunde. Sekunde ist ein Abstand von 2. Da wir von E ausgehen, brauchen wir dann die E-Dur-Tonleiter. Da ist dann die E-Dur-Tonleiter. Und da ist das E. Jetzt zählen wir bis 2. 1, 2. Also FIS wäre die große Sekunde von E aus. Wir möchten aber doch die kleine Sekunde. Wer verringert dann das FIS und einen halben Ton? Und zwar die kleine Sekunde von E aus ist dann das F. Machen wir noch ein Beispiel und zwar von Gas aus eine kleine Septime. Septime ist ein Abstand von 7. Dann brauchen wir die Guess dur tonleiter Da ist die Guess dur tonleiter Da ist das Ges und jetzt zählen wir bis eine Septime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also F wäre die große Septime von G# aus. Wir mischen aber die kleine Septime. Da müssen wir die große Septime einfach um einen Halbton verringern. Und zwar das F wäre dann die kleine Septime von G# aus. Und ein letztes Beispiel, von Des aus eine kleine Sekunde. Sekunde ist ein Abstand von 2. Da wir von Des ausgehen, brauchen wir die Des Dur Tonleiter. Da ist dann das Des und wir brauchen dann eine Sekunde. Also 1, 2. S wäre dann die große Sekunde von DES aus. Wir brauchen aber die kleine Sekunde. Wir müssen dann das S um einen Halbton verringern. Das wäre dann ESSES, die kleine Sekunde von DES aus. Wie ihr gerade gemerkt habt, es ist auch möglich, wenn wir die Intervalle machen, die kleinen Intervalle, dass wir Doppelversetzungszeichen haben. Deswegen habe ich jetzt die Tabelle hier auch mit dem Doppelversetzungszeichen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, um die kleinen Intervalle auszumessen. Und zwar jetzt durch die Tabellen. Da ist dann die Tabelle mit den reinen, großen und kleinen Intervallen. Machen wir ein Beispiel von C aus, eine kleine Sechste. Das c ist da und die kleine Sechste wäre dann hier. Also dieser Ton hier ist die kleine Sechste. Aber dieser Ton hat zwei mögliche Namen. gis oder as. Welche von den beiden Namen sollen wir nehmen? Dafür müssen wir zurück in dem ersten Intervallvideo gehen und einmal zählen, dass wir eine Sechste brauchen. Da ist dann das c und die sechste wäre 1, 2, 3. 4, 5, 6. Also es muss A heißen. Deswegen ist dann die kleine Sechste von C aus A und nicht GIS. Mal noch ein Beispiel. Von E aus eine kleine Sekunde. Dafür muss dann das E in der ersten Spalte der Tabelle sein. Dann schieben wir die Tabelle einmal um. Da ist dann das E und wir brauchen dann die kleine Sekunde. Die kleine Sekunde ist hier. Also dieser Ton hier ist die kleine Sekunde von E aus. Heißt aber dieser Ton E ist F oder guesses. Dafür muss man nochmal zurück in den ersten Video gucken und von E aus eine Sekunde zählen. Das ist das E 1 2. Also dieser Ton muss den Buchstaben F sein. Deswegen die kleine Sekunde von E aus ist dann das F. Machen wir dann noch ein Beispiel. Von G aus eine kleine Septime. Das G muss jetzt in der ersten Spalte der Tabelle sein. Da ist dann das G. Und wir brauchen die kleine Septime. Die kleine Septime ist hier. Also. Diese Spalte hier ist, wo die kleine Septime ist. Dieser Ton kann aber Eis, F oder Gessis heißen. Welchen von den drei Namen sollen wir nehmen? Dafür müssen wir nochmal zurück im ersten Video gehen und die Intervalle zählen. Da ist dann das G und wir brauchen eine Septime. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da ist dann das F. Also, die kleine Septime muss den Buchstaben f sein. Deswegen heißt dann die kleine Septime von g aus f. Und noch ein letztes Beispiel: von as aus eine kleine Sekunde. Da muss natürlich as als erster in der Tabelle sein. Da ist dann das as und wir brauchen eine kleine Sekunde. Hier ist die Spalte der kleinen Sekunde und das wäre dann dieser Ton hier. Dieser Ton kann aber Gisis, A oder Hesis heißen. Welcher von den drei Namen sollen wir nehmen? Wir müssen einfach von A aus wissen, welche Buchstabe ist die Sekunde. Da ist dann das A, 1, 2, also der Buchstabe, der von A aus eine Sekunde ist, ist H. Deswegen soll dann dieser Ton hier Hesses heißen, damit wir von A aus die kleine Sekunde haben. Jetzt lernen wir noch einen Weg, um die kleinen Intervalle auszumessen. Und zwar durch Halbtonschritte. Da ist die Tabelle, die wir in dem letzten Video schon gesehen haben, aber hier dazu sind dann noch die kleinen Intervalle. Die sind hier in Grau zu sehen. Die kleine Sekunde. Ist ein Abstand von 2, weil er eine Sekunde ist, hat aber nur ein Halbtonschritt zwischen den zwei Tönen. Kleine Terz ist ein Abstand von 3 und hat drei Halbtöne. Kleine Sechste ist ein Abstand von 6 und hat aber acht Halbtonschritte. Und die kleine Septime hat einen Abstand von 7 und zehn Halbtonschritte zwischen den zwei Tönen. Machen wir dann ein Beispiel. Von C aus eine kleine Septime. Eine kleine Septime ist ein Abstand von 7 und hat 10 Halbtonschritte zwischen den zwei Tönen. Da ist dann das 10, da ist dann das C und jetzt zählen wir 10 Schritte. 1 Schritt, 2 Schritte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schritte. Dieser Ton hier ist dann die kleine Septime von C aus. Dieser Ton hat aber drei mögliche Namen. Ais, B oder Cessis. Welche von den Namen sollen wir nehmen? Da müssen wir einfach wissen, welche Buchstabe von C aus eine Septime ist. Da ist dann das C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist also das H. Da das H der Buchstabe ist, das von C aus eine Septime ist, soll dann dieser Ton hier B heißen, um von C aus eine kleine Septime zu sein. Machen wir noch ein Beispiel. Von des aus eine kleine Sekunde. Eine kleine Sekunde ist ein Abstand von 2. Hat aber nur einen Halbtonschritt zwischen den zwei Tönen. Da wir von des ausgehen möchten, müssen, müssen wir wissen, wo das des ist. Da ist das des. Und jetzt zählen wir einfach die Schritte. Ein Schritt. Dieser Ton hier ist die kleine Sekunde von des aus. Hat aber drei mögliche Namen. Es kann d oder ESSIS heißen. Welche von diesen drei Namen sollen wir nehmen? Dafür müssen wir wissen, welcher Buchstabe von D aus eine Sekunde ist. Da ist dann das D. Von D aus die Sekunde wäre 1 2 ein E. Deswegen muss dann dieser Ton hier s heißen, um von Des aus eine kleine Sekunde zu sein. Noch ein Beispiel. Von E aus eine kleine Terz. Eine kleine Terz hat einen Abstand von 3 und hat 3 Halbtonschritte zwischen den Tönen. Da ist dann das E und jetzt zählen wir die Schritte. Ein Schritt, zwei Schritte, drei Schritte. Ist dann dieser Ton hier die kleine Terz von E aus, aber hat drei mögliche Namen. Fisis, G und Assis. Welche von den drei Namen sollen wir nehmen? Dafür müssen wir ausmessen welche Buchstabe von E eine Terz ist. Da ist dann das E, 1, 2, 3. Also G wäre dann von E eine Terz. Deswegen muss dann dieser Ton hier in dem Fall G heißen, damit G die kleine Terz von E aus ist. Und noch ein Beispiel, von H aus eine kleine Sechste. Eine kleine Sechste hat einen Abstand von 6, aber 8 Halbtonschritte zwischen den Tönen. Da ist dann das H und jetzt zählen wir die Schritte. 1 Schritt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schritte. Also, dieser Ton hier ist dann die kleine Sechste von H aus. Dieser Ton kann aber Physis. G oder Assis heißen. Welche von den drei Namen sollen wir nehmen? Dafür müssen wir wissen, von H aus welcher Buchstabe ein Sechste ist. Da ist dann das H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also G ist der Buchstabe, das von H aus eine Sechste ist. Deswegen muss dann dieser Ton hier. G heißen, damit wir die kleine Sechste von H aus haben. So, das waren dann die kleinen Intervalle. Wir haben drei Wege gelernt, wie wir die ausmessen können. Und zwar durch die Durtonleiter, obwohl die kleinen Intervalle nicht in der Durtonleiter sind, durch die Tabelle und durch die Halbtonschritte. Jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.